Ja, was soll ich dazu sagen? Noch eine Runde Atari, bla 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 und so, ihr wisst schon Bescheid, oder? Nein, ja, oder doch. Ja. Noch eine Runde Asteroid. Eine, ja, Asteroid Deluxe, ja. Ja. Ja, die Variante habe ich noch gar nicht gespielt. Also, jedenfalls nicht auf Automaten oder als Computerspiel, weiß ich nicht, was auch C64 hatte. Egal. Wir werden uns einfach mal reinstürzen und schauen mal, wie das so ist. Auf geht's. Oh, das sieht ja auch schon ganz nett aus. Also die Logografik wurde wahrscheinlich, ja weiß nicht, ob die es da so dahinter geklebt haben oder ob das jetzt einfach wegen dieser Edition ist. Das kann doch nicht sein. Die haben das bestimmt hintergeklebt. Deswegen die Edition. Das war von 1980. Okay, 80. Da wurde ich mir schon 10. Du bist ja schon ungefähr, wann ich geboren bin, ne? Ungefähr. Ja. So, ich muss mal kurz gucken. Oh. Na klar. Ja, ist. Jetzt ist es noch ein bisschen weiter. Treibe mal Schub. Treibe mal so ein bisschen weiter. Aber bei der ist auch deswegen die Grafik hintergeklebt haben und ein bisschen das Raumschiff verändert haben. Ja, ist eigentlich nicht viel passiert, ne? Grafisch mäßig. Das ist so ernst. Jetzt haben wir ein Schiff. Ah, okay, das sehen wir mal. Aber wir sind nicht wieder auf der Schild. Verdammt. Da kannst du nur einmal benutzen, dann ist Ende. Wir müssen die kleinen Stagnetten vermeiden, ne? Oh. Ich glaube, wir haben das Spiel auch absichtlich schwer gemacht, dass wir ordentlich Kohle reinstopfen. Wieder entspannt. Boah, Spielende, na super. Ja, ja. Okay. Das ist einfach AA. Ist klar. Okay, das war's auch schon. Nicht nochmal. Ich mach da ja nicht nochmal. Das hat gereicht. Alles klar. Habt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Jockel.